Ihr Sohn hat offensichtlich keine Erziehung genossen. Ich erwarte, dass er sich entschuldigt. Anna Schmidt, Geblergasse 2. Wer ist denn das? Das Schrift nachzuschließen, eine ältere Frau. Eine alte, die müssen mir nachgerannt sein. Was hast du angestellt? Nichts. Sind Ihre Kinder auch die reinsten Unschuldslämmer? Ich habe wirklich nichts angestellt. Ich bin nach Hause gefahren, von der Schule in die Straßenbahn und habe gelernt. Schon verdächtig. Ich habe wirklich gelernt. Our house stands on a little hill. It has a big porch in front. Das wollte abstellen. Jetzt könnte man schon ins Heft schauen und tun, als wäre nichts. Bist du aufgestanden? Ja, aber ich habe gesagt. Bitte? Was? Haben Sie was gesagt? Achso, ich habe geglaubt, Sie haben was gesagt, zum Beispiel Danke. Also, das ist der Gipfel. Sitzt da wie angewachsen, steht nicht auf? Steh! Dabei müsste ich gar nicht. Hast du keine Erziehung genossen? Kinder müssen aufstehen, wenn Erwachsene keinen Sitzplatz haben. Wir müssen nicht, aber wir tun es eh. Dabei sagen wir das Gleiche wie Sie. Ein Drittel. Dann geben Sie zu, mir gibt ein Drittel des Platzes. Das ist unerhört. Herr Schaffner, dabei habe ich beinahe die Haltestelle versäumt. Du warst unverschämt. Sie waren unrecht. Nein, er. Müssen Kinder in der Straßenbahn aufstehen, wenn Große keinen Sitzplatz mehr finden? Ja, das finde ich an sich schon richtig. Weil im Allgemeinen das normale, gesunde Kind doch leichter steht als viele Erwachsene. Nein, wenn sie es nicht selber wollen, müssen sie es nicht. Im Allgemeinen sind Kinder gerade nach einem langen Schultag eher bewegungslustig und ich glaube, das sind da ständig so gemacht. Sollten aufstehen. Ob sie aufstehen, das ist Frage. Ich wäre schon dafür. Ich finde nicht unbedingt. Selbstverständlich. Das ist automatisch, du brauchst es gar nicht auffordern. Das ist eine andere Seite, dass es richtig und wichtig ist, dass die Erwachsenen sich auch bei den Kindern bedanken sollen. Herr Schaffner! Nein, Kinder müssen nicht aufstehen. Das heißt ausdrücklich, bitte überlastet Eltern und gebrechlichen Personen die Sitzplätze. Bitte hat sie aber nicht gesagt. Ewige Bitte und Danke. Ihr seid ja so wild drauf, wir nicht. Ja, es kommt ja auch auf den Ton an. Man kann sagen, bitte das Geld, man kann sagen, danke für die Mahnungen. Bitte und Danke macht das gerade noch lang nicht fett. Das werde ich mir merken. Als ob er bis jetzt immer Bitte und Danke gesagt hat. Typisch. Immer drehen Sie den Spieß um. Dann bin ich wieder schuld. Das kennt man. Ältere Menschen sind eben gereizt. Und müde. Ich bin auch müde. Ältere Menschen sind müde. Ja, ihr habt ja mehr Energien. Also noch mehr Energien. Wir brauchen mehr. Steht diese Frau, wie heißt sie? Anna. Schmidt Anna. Sechs auf, geht zum Bäcker, holt die Kipferl, kommt, muss 100-mal die Strafe schreiben, ich soll während des Unterrichts nicht schwätzen, geht in die Schule, muss rennen, weil die Straßenbahn wieder mal nicht kommt, wird vom Czerny ausgespottet, muss ich mit ihm prügeln. Ja, von müssen ist gar keine Rede. Natürlich, wenn er ihn ausspottet, lasst dir von dem Czerny nichts gefallen, ja? Aber von der Frau Schmidt natürlich alles. Ja, das ist ja auch eine ältere Dame. Lässt du dich von der Tante Agathe schikanieren? Ich bin ja kein Kind. Mehr. Die Antwort war völlig ungeeignet. Wieso? Was ist alles noch viel schlimmer? Was ist schlimmer? Ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja alltäglich. Eben. Die Kinder sehen jeden Tag, dass Alter vielfach in drei Briefe schlechtes Betragen ist. Naja. Ja. Zugegeben. Die Frau Schmidt hat sich nicht erstklassig benommen, aber... Man muss sich ja auch in ihre Lage hineinversetzen. Sie ist eine alte Dame und hat vielleicht eine knappe Rente, die Kinder besuchen sie nicht mehr, vielleicht ist sie gerade durch Wellensittich angegangen, Schuhe drücken sie, Hühner. Dagegen gibt es Mittel. Ja, sicher, aber nicht gegen die 70 Jahre, die sie am Buckel hat. Also es wird ihm keine Perle aus der Krone fallen, wenn er sich bei ihr entschuldigt. Sie wird sich nicht entschuldigen. Du denkst dich in diese Frau hinein, warum nicht auch in deinen Sohn? Kinder fordern nicht viel. Sie wollen nur, dass man sie gerecht behandelt. So wie du mir, so ich dir. Von klein auf bleibt man ihnen ein, sie sollen Bitte sagen und Danke, also wollen sie auch, dass wir Bitte und Danke sagen. Du sagst immer zum Karli, hol mir meine Brille. Was würdest du tun, wenn er sagt, hol mir meine Schultasche? Da ist ja wohl ein kleiner Unterschied. Wieso? Ein Mensch sucht den anderen um einen Dienst. Ja, nur ist der eine eben ein Erwachsener und der andere ein Kind. Das ist alles?
Manche Erwachsene glauben, Kinder sind noch nichts. Und Kinder werden es etwas sein, wenn sie groß sind. Das stimmt nicht. Kinder sind etwas. Etwas Eigenständiges. Keine hartfertigen Großen. Kinder sind wie manche Ausländer, deren Sprache wir nicht verstehen und deren Bräuche wir nicht verstehen. Und so respektieren wir manche Ausländer nicht und auch unsere Kinder nicht. Und unten beim Bäcker sieht es dann so aus. Das Kind kann ja warten. Das Kind hat ja Zeit. Es hat ja nichts zu tun, das Kind. Drei Zeitstangen. Jetzt komm aber ich dran. Zwei Wecken bitte und 10 Zimmer. Danke. Sind die Kinder heute wirklich unverschämt? Ein Fall. Drei Zeitstangen bitte. Das soll nicht heißen, dass Kinder nicht helfen sollen. Sie sollen helfen. Genauer gesagt, sie sollen helfen wollen. Bitte deck den Tisch. Klingt anders als... Deck den Tisch. Und bitte hol mir die Brille. Ist ein zumutbarer Wunsch. Frau Schmidt? Ja? Ja, er wird sich bei Ihnen entschuldigen. Soll Sie sich entschuldigen, Frau Schmidt? Ich? Also das ist der Gipfel. Ja, wofür denn? Dass Sie zu unserem Sohn so unhöflich waren. Our house stands on a little hill. It has a big porch. Nein, wir wird immer ein Klapp. Das wollte aufstehen. Gib mir den Gipfel, du So, Sie sind wohl die Mutter. Ja? Und dann ist mir alles klar. Auch ein Kind hat Recht auf Höflichkeit. Gehen Sie ganz auf. Wer hat denn mit uns seinerzeit so viele Geschichten gemacht? Leider niemand. Wir sind ja auch. Danach.